Hallo Papa. Jetzt erzähl, Ja, was liegt dir am Herzen? eigentlich nicht so viel, aber ich wollte mich erst einmal ganz herzlich bedanken, dass du mich gerufen hast. Ich hatte heuer im Winter hier und jetzt gedacht, einen Traum. Und da hast du mir vermitteln lassen, dass ich dabei sein darf. Da war es so, Gespräch in Fliegenstall. Und als ich die E-Mail gekriegt habe von der Helga, war ich so happy, dass ich doch dabei sein durfte. Und jetzt, ja, es arbeitet ununterbrochen in mir. Du, Rudolf, es ist so einfach. Du musst ja nichts tun. Ich sage immer wieder, das ist wie mit dem Altwerden. Was hast du dazu getan? Und du weißt, ich unterhalte mich immer mit dem Geist, der mir jetzt zuhört. Und das bist du. Und Ja. sobald du mich jetzt hörst, musst du dir keine Gedanken machen. Das Wachstum, ich habe das schöne Beispiel, wenn du jetzt als Kind geboren wirst, die nächste Wachstumsstufe, die nächste Verwandlung ist die Pubertät. Genau. Und ich sage, wenn du dafür vorgesehen bist, betrachte dir mal diese Pubertät jetzt in dieser Metapher als die Erleuchtung. Die kriegst du, wenn du dafür vorgesehen bist, wenn du jetzt ein Menschenkind bist und du kommst auf die Welt, dann kommt es irgendwann auf dich zu und es ist an keine Bedingung geknüpft. Das passiert einfach und es gibt keine Technik, wo man diesen Zustand schneller erreichen kann. Wenn du sechs bist, kannst du machen, so viel du willst. Du musst abwarten, bis du in die Pubertät kommst und du kannst es auch nicht verhindern, dass du nicht in die Pubertät kommst. Das ist schon mal eine Sache, wo Religionen jetzt so einen Druck ausstellen, weil die versprechen dir was und sagen, wenn du das und das machst, was wir wollen, dann erreichst du dein Himmelreich und wenn du es nicht machst, kommst du in die Hölle. Das ist alles ein Blödsinn. Wenn du das machst, was ich will, dann behältst du deinen Job und verdienst Geld und wenn du das nicht machst, fliegst du raus und wirst arbeitslos und musst verhungern. Egal mit welchem Glaubenssystem du zu tun hast. Und ich sage, da lässt du jetzt einmal einfach davon los, dass was vorgesehen ist, ist seit Ewigkeiten vorgesehen. Es gibt eine unendliche Freiheit. Und ich sage immer wieder, wenn du wirklich die einfachen Sachen schau, warte mal, ich bin gerade dabei, da was zu schreiben. Schicke mal ganz, ganz kurz. Das haue ich ganz kurz raus, weil da habe ich hier. Ja, das schicke ich jetzt gleich weg, das reicht eigentlich aus. So. Es ist also definitiv so, dass ich immer wieder, jetzt kriege ich wieder schreiben, was ist der Sinn des Lebens? Und ich sage definitiv, das sage ich jetzt zu dir, Geist, es wird dann immer wieder auftauchen in dir. Das habe ich tausendmal schon erklärt, was der Sinn des Lebens ist. Der Sinn des Lebens ist, dass in deinem speziellen Fall jetzt, ich unterhalte mich jetzt mit einem Geistesfunken und nochmal, es gibt nur einen Geist. Da ist jetzt ein Geist, das ist, mit dem unterhalte ich mich jetzt. Als Udo, das heißt, ich bin jetzt als Udo in einen Traum aufgetaucht. Du träumst jetzt das Leben von dem Rudi. Ja, Das ist dein Programm. genau. Und mir hört jetzt nicht der Rudi zu und ich höre das nicht den Rudi, sondern ich erzähle das dem Geist, der uns zwei Brüssel jetzt ausdenkt. Genau. Das muss man verstanden haben. Du merkst, das ist unheimlich präzise, weil du Geist bist immer. Der Udo ist es nicht. Der ist schon wieder weg, wenn du ihn nicht denkst. Dasselbe gilt jetzt auch, wenn du nicht an den Körper von den Rudi denkst, ist der auch weg. Ja. Aber was im Hintergrund noch da ist, ist das Buch. Das heißt, wenn ich jetzt immer diese Metapher nehme, mir sagen, ein Leser liest ein Buch, ein Lebensroman, dann bist du jetzt praktisch der, der sich den Leser ausdenkt und das Buch ausdenkt. Wenn du der Leser bist und du bist unbewusst, verwechselst du dich, wenn das dein Leben ist, verwechselst du dich mit der Hauptrolle. Weil wenn du ein Buch liest, denkst du ja nicht an Ja, dich selber als Leser, wenn die Geschichte richtig spannend ist, sitzt kein Rudi da, der ein Buch in der Hand hat. Da wirst du wirklich bloß zu einem Kino. ja, Verstehst du? ja, Das ist so. ja. Wir reden hier nur von Fakten. Die Schwierigkeit ist, dass der Glaube, den du ein Leben lang angehangen hast, den du dir nicht raussuchen konntest, dass du dir von dem Glauben einreden lässt, dass wenn du jetzt was denkst, dass das auch dann da ist, wenn du es nicht mehr denkst. Ich gehe mal davon aus, du hast die letzten zwei Selbstgespräche gehört. Ja, Das sowieso. mit dem Matten, den wir uns jetzt Genau, ich ausdenken habe, und das mit Reden, ja, oder die letzten zwei genau, Selbstgespräche. Rudi, ja. da ist alles, da ist wirklich alles Affenpunkt drin, Ja, was wichtig ist. ich weiß, ich sage jetzt Papa zu dir, Ja. weil wenn du zu mir immer sagst, du sprichst nur mit dem Geist, dann spreche ich als Geist auch mit meinem Papa.
Okay? Mit den geistigen Vater. Den Genauso geistigen musst du das Vater. sehen. Und das ist Genau. jetzt eine Ebene, dass ich nochmal für dich sage in einer Hierarchie, du siehst mein Bild, Rudi, oder? Ja. Dass ich immer Ja. sage, der rote Bereich, den wir uns jetzt ausdenken, Ja. der steht symbolisch für Dinge, die du eigentlich nicht sehen kannst. Das ist Ja. immer wieder, das sind so Kleinigkeiten, sag zu einem normalen Menschen, ich wiederhole das immer wieder, weil du musst es checken. Du Ja. kannst mit normalen Menschen über solche Sachen gar nicht mehr reden, Ja, es weil die stimmt. so voller Vorurteile sind. Wenn, sag mal zu irgendeinem normalen Menschen, du hast noch nie deine Küche gesehen. Das sind ja Beispiele, die ich immer Ja. wieder wiederhole. Ja. Dann sagen die sofort, du spinnst. Die warten die Erklärung gar nicht ab. Genau, so ist es. Verstehst du? Dass Ja. ich sage, wenn du was siehst, du musst Ja. dir immer klar machen, jemand, der etwas anschaut, ist etwas anderes wie das, was angeschaut wird. Jemand, der sich was ausdenkt, ist was anderes wie das, was ausgedacht wird. Ja. Der Besitzer von Gedanken ist was anderes wie ein Gedanke selber. Jetzt denke mal an dich und jetzt wirst du merken, du denkst jetzt an etwas, aber du verwechselst, du denkst an so viele Sachen. Aber wenn du an den Rudi denkst, sagst du, das bin ich. Wenn du an Ja, andere Sachen denkst, sagst du, das bin ich ich nicht. nicht, Das ja. Wort Holo Feeling heißt das da mal, ich bin alles, was ich mir ausdenke und ich bin es nicht. Denk an, wenn ich es immer Ja, so mache. ja, Jetzt ja. stürzt der normale Mensch schon wieder ab. Jetzt erkläre ich das. Pass auf, wir sagen mal, wir gehen mal davon aus, wir wären ein Meer. Und ich schmeiße jetzt eine Welle auf. Ja. Dann kann ich doch als Meer nicht sagen, ich bin diese Welle. Ich kann aber nicht sagen, Ja, dass ich es ja. nicht bin. Jetzt kommen wir in einen ganz anderen Bereich. Diese Welle ist eine Facette von mir. Das ist untrennbar mit mir verbunden. Genau. Ich habe in dem Mattengespräch nochmal ganz genau darauf hingewiesen, wie unendlich geistlos, wie entgöttlich du selbst, dich selbst entgöttlicht, entgeistigt, in dem Moment, wo du jetzt irgendwas denkst und du meinst, du hast damit nichts zu tun. Jetzt mache ich den Blindfeld-Vortrag, wo ich sage, lass uns jetzt einmal in ein grünes Maßmännchen denken. Ja. Ich kann doch nicht sagen, dass ich jetzt mit dem grünen Maßmännchen, das ich mir jetzt denke, nichts zu tun habe. Das ist doch nur, weil ich es denke. Ja. Jetzt denk an die Mergel. Ja, Wo die ist ist nur der dann da, wenn Unterschied? ich denke. Merkst du, wo Ja, das Problem ist? Wenn ja, du ja, wirklich im ja, Jetzt bist und wenn ja. ich sage, du hast deine Küche noch nicht gesehen, dann sage ich selbstverständlich, das Wort Küche lest jetzt in dir, zerrst da mal ein Wissen aus, aber du wirst feststellen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, zum Beispiel bloß du bist in der Stadt als Rudi jetzt in deiner Traumwelt und du sagst, ich gehe jetzt heim, dann denkst du an deine Wohnung. Genau. Aber du hast doch kein Bild, das ist nur das Wort. Das ist Ja, nur das Wort. das ist nur In das Wort. dem Moment, wo du dir ein Bild machst, wenn ich sage, um was zu sehen, musst du ein Bild vor dir haben. Ja. Weil das Beilet ja wieder hebräisiert hast, ja im Kind. Beilet er im Kind erweckt. Okay, wenn ich jetzt sage, zeig mir deine Wohnung, das ist so wichtig, das klingt so logisch, das ist elementare Erkenntnis, dann sag ich, zeig sie mir mal. Wenn du behauptest, du hast deine Wohnung schon gesehen, dann zeig sie mir. Dann gehen wir in deine Küche rein und jetzt zeig mir deine Ja. Küche, dann machst du es ja so. Ja, ich sage jetzt, was ist jetzt deine Küche? Und ich sage, wenn du hinschaust, hast du ja begrenztes Sichtfeld. Dann sag ich, das ist ein Ja, Herd. Das ist ja, ein Kühlschrank, ja. das ist ein Schrank. Aber ein Herd ist keine Küche, ein Schrank ist keine Küche. Ein Kühlschrank Stimmt. ist keine Küche. Das sind Das Teile, das sind sind alles Teile des, Facetten aus der genau. Küche. In gewissem Maß ist diese Küche diese symbolische Tasse. Ja. Und jedes Bild, das du hast, ist eine kleine Facette von dieser Tasse, von Genau. der Küche. Das heißt, du kannst wissen, was deine Küche ist, Ist. aber nur als Ganzes gesehen, nur in einer Form von einem Chat, von einer Kollektion. Kollektion, Und genau. zwar. Ich habe einmal das Beispiel gebracht, um dir was klar zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, du denkst jetzt an Computer mit einer Tastatur. Solange du jetzt den Computer und die Tastatur denkst, hast du dasselbe Phänomen. Pass auf, wenn du jetzt Ja. zwar Tastatur machst, denkst du dir die Tastatur nicht genau. Und jetzt pass auf, das ist jetzt in dem Moment, ist diese Tastatur eine Kollektion in Form eines Kontinuums, das heißt ein lückenloser Zusammenhang. Das heißt, wenn du nur an deine Küche denkst oder an deine Wohnung denkst, sind die ganzen Einzelteile, sind ja eins, da ist kein Unterschied. Ja. Sobald du dir jetzt eine Tastatur bildlich vorstellst, jetzt schau mal auf die Tastatur vom Computer. Das habe ich so oft gemacht, schau sie einfach einmal an. Schau Ja. einfach mal, ich bleib mit dem Blickwinkel auf Tastatur. Jetzt siehst du Okay. diese Tastatur, die Tastatur als Ganzes ist immer noch eine Kollektion, aber Genau. jetzt merkst du, dass das kein Kontinuum mehr ist, kein lückenloser Zusammenhang, sondern jetzt teilst du dieses Bild schon in Feldern ein, das nennst du Tasten. Mit Buchstaben drauf. Genau. Hast jetzt den Eindruck, dass die Tastatur, die du siehst, das ist eine Kollektion schon von Einzelteilen?
Merkst du den Unterschied? Das ist ein Ja. Unterschied, ob du jetzt nur das Wort Tastatur denkst oder ob du dir die bildlich vorstellst. Genau. Ich kann ja auch nur an das Wort Tastatur denken. Dann ist es noch eine Blackbox mit einem Kontinuum, weil dann denke ich nicht an die einzelnen Tasten. Und sobald du an die einzelnen Tasten denkst, machen wir jetzt schon, teilen wir das schon in Feldern ein. Genau. In Puzzlestücke, wie ich das nenne. Und wenn du das, schau mal die Tastatur jetzt an und wenn du hinschaust, hast du den Eindruck, dass du eigentlich ein scharfes Bild vor dir hast. Aber es fällt extrem an Detailschärfe. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nur den Buchstaben Q, die Taste Q anschaust, das ist ein Beispiel von mir, schau mal nur das Q, dann wirst du feststellen, dass da nicht nur das Q drauf ist, sondern auch hier dieser sogenannte Klammeraffe. Jetzt pass auf, interessant. Der Buchstabe Kof, das hebräische Q, Kof, ausgeschrieben, Kof heißt Affe. Das ist die 100, oder? Die 100, das heißt, das Wort ausgeschrieben, also Kof, Waff, B heißt Affe und das Zeichen, wo auf den Q drauf ist, ist der Klammeraffe. Ist der Glaube. Im Englischen nennt man das übrigens auch das At-Zeichen. Hast du schon mal gehört, das Zeichen dieses für die E-Mail, im E-Mail-Verkehr diesen Klammeraffen? Auf Englisch hast du es, wissenschaftlich hast du das Zeichen eigentlich At, AT geschrieben, das At-Zeichen. Jetzt interessant, jetzt mal dieses AT, dieses AT im Geometrie Explorer eingeben, wirst du feststellen, dass At ist du, das ist das weibliche Du, also das ausgedachte Du. Aber an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? An den Rudi. Aber ist das nicht der Rudi, ist der nicht ein Affe, an dem du dich festklammerst? Ist es nicht eigentlich, ein Du ist immer das erste Gegenüber. Als Geist, wenn du zu jemandem Du sagst, ist es dir, der dir gegenübersteht. Aber ist nicht der Rudi-Affe, den du dir ausdenkst, ist es dieses Du, dieses Gegenüber von dir, das hast du ein Leben lang Ich genannt. Und nicht eben verwechselt. Und verwechselt. Und merkst du, das ist die Genauigkeit. Ich erkläre dir mit Holofeeling nur, was du bist und wie du funktionierst. Und du bist der Geist, der mir jetzt zuhört, ist immer. Und da kannst du jede Wette drauf eingehen. Du wirst von deinem jetzt normal gesprochen, von deinem Tod, von deinem Sterben. Jetzt, ich rede jetzt mit dafür deine materialistische Logik. Ich weiß. Ich versichere dir, du kriegst davon so viel mit wie von deiner Geburt. Du kannst dir jetzt deine Geburt denken und du kannst dir dann Tod denken. Aber diese Geburt existiert nur als Information, wenn du sie denkst. Und dieser Tod existiert auch nur, wenn du ihn denkst. Verstehst du? Alles, alles, was du denkst, existiert nur, wenn du es denkst. Und du bist zurzeit ein träumender Geist, den setzen wir symbolisch. Hör dir, wenn du es nicht verstehst, Rudi, kann dir nur anraten, hör dir die letzten zwei Selbstgespräche, das mit dem Matten nochmal und das mit dem, und das Mit Selbstgespräch dem mit dir und Diana, die letzten Genau, zwei so kompakt nochmal in ganz einfachen Worten wiederholen. habe ich mir sofort angehört. Und die solltest du wiederholen, weil die ganz immer wieder, ich kann doch nur immer wieder dasselbe sagen. Es macht dir klar, ich rede hier von wirklichen Fakten. Und in Bleinfeld haben wir so schön gesagt, da ist ein Erster, der erzählt dir nur das, was jedes 13-jährige Kind sofort überprüfen kann. Und dann haben wir den Zweiten, der sagt, behauptet, die noch nie ein Mensch gesehen hat und die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist zum Beispiel, ob dein Körper existiert, wenn du nicht an den Körper denkst, den du ein Leben lang als dich selbst bezeichnet hast. Wenn du vor was hingrübelst oder irgendwas machst und nicht speziell jetzt an deinen Körper, sondern an dein Ohrläppchen, an deinen Kopf denkst, verstehst du? Dann ist der nicht da. Sind nicht da. Und jetzt zu glauben, es ist hundertprozentig sicher, mich gibt es ja nur, weil dieser Körper und dieses Gehirn da ist, das ist schlichtweg eine Selbstlüge. Das ist eine Verwechslung, ich sage immer wieder, hundertprozentig sicher ist, wenn du an was nicht denkst, ist es Ist nicht. es nicht. Weißt du, was mir aufgefallen ist, gestern, wie ich mir das Selbstgespräch angehört habe, dass es im Moment, wenn ich das höre, dann ist mir das eigentlich ziemlich klar. Und dann merke ich aber auch Du wieder, wenn kitschst ich mich, sofort wieder weg. genau, und das ist das, Und das und ist, habe dann. ich übrigens auch in die Selbstgespräche. Und jetzt bist du wieder in dem Zustand, dass du sagst, Mensch, da bin ich sofort wieder neben mir gestanden. Und jetzt erkläre ich dir das Spiel. Bewusstsein und Unbewusstsein, das ist in dem Mattengespräch. Da siehst du die Bilder bloß. Dies ist ja auch eine Polarität. Die gehört unter dem Bau zusammen. Zusammen. Das heißt, das Bewusstsein
Und das Unbewusste ist das, was du dir bewusst machst. Alles, was du dir ausdenkst, ist Unbewusstsein. Jeder Mensch, den du dir ausdenkst, es sind Figuren in einem Traum. Wenn ich jetzt zu dir Geist sage, mich interessiert nur der Geist, der mir jetzt zuhört. Ewigkeit kann nur von jemandem verstanden werden, der selber ewig ist. Und Ewigkeit bedingt, dass du etwas bist, was nicht gedacht werden kann, weil alles, was du denkst, ist eine Gedankenwelle. Das ist, wenn du Geist bist, wirst du es verstehen. Und wenn man es nicht versteht, dann musst du eh keine Gedanken machen, dann ist es eine vergängliche Erscheinung. Und das ist das Einzige, worum es zurzeit geht. Und schlimm ist, wenn du das Bewusstsein noch nicht hast, dass du permanent meinst, eine Figur in deinem Traum müsste dir deine Erkenntnis bestätigen. Und ich sage ganz klar, mir gehen die Menschen, die wir uns jetzt ausdenken, total am Arsch vorbei. Das sind Figuren in unserem Traum. Ich liebe die so, wie sie sind. Da musst du sehr genau zuhören. Aber alles, was ich mache, mache ich nicht für einen Gedanken von mir, sondern für einen Geist, der sich das ausdenkt. Weil der ewig ist. Verstehst du? Nur der träumende Geist kann den Traum überleben. Nicht eine Figur, die im Traum in Erscheinung tritt. Es benötigt wirklich nicht viel Intellekt, um diese einfachen Worte zu verstehen, Rudi. Und es hebt alles aus den Angeln, was du bisher gelesen hast, weil das immer materialistische Interpretationen waren. Was jetzt aber das Schöne ist an Holofeeling, wenn man tiefer in die komplexe Welt des Wissens reingeht, dass du von mir niemals hören wirst, dass irgendwas sinnlos ist oder nur falsch oder nur verkehrt ist. Im Gegenteil, egal was in dir auftaucht, egal welches Wissensgebiet. Ich rede zwar von esoterischen Spinnern, von religiösen Spinnern, von esoterischen Geschwätz, von naturwissenschaftlichen Geschwätz. Aber ich erkläre dir immer wieder, dass das ganz wichtige Facetten sind. Denk an mein Kabelsteckerbeispiel in dem Auto. Wenn ich ein Stück Schlauch rausmache im Benzinschlauch, wenn ich den abziehe, dann kannst du nicht mehr fahren. Also wie kann ich behaupten, dass der Kabelstecker nicht wichtig ist? Und jetzt sage ich, du bist die ganze Welt, die du dir ausdenkst. Die kann nicht für dich, ist die Welt so, wie du sie dir ausdenkst. Das Redo-Gespräch, es ist alles, was du denkst, ist nur, wenn du es denkst und es ist genauso, wie du dir es denkst, auch in der Qualität und wenn du jetzt an der Maschine denkst oder an die Welt denkst, dann funktioniert es so, wie du denkst, dass es funktioniert. Das heißt, die Bilder, die in dir auftauchen, das ist dein Intellekt, das ist dein blaues Ich, ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und wenn du das immer wieder wiederholst, wird dir das klar, dass das jetzt nichts damit zu tun hat, was ich dir sage, dass das gut oder böse oder richtig oder verkehrt ist. Es ist einfach das, was ist. Es ist das, was ist. Punkt. Das müssen wir mal akzeptieren müssen. Ich beobachte mich ja dann oft, wenn ich dann mit jemandem spreche. Und das ist halt einfach immer nur wirklich auf der Oberfläche, weil... Rudi, da kommt, Rudi, das macht allein, hör dir das Gespräch mit Redo und Diana an. Wenn ich jetzt sage, die haben das voll gecheckt, betone ich immer wieder, den Redo und die Diana, die wir uns jetzt ausdenken, sind auch nur Gedanke. Ein Gedanke von dir kann nie was verstehen. Das ist jetzt, wenn du in die wissenschaftliche Welt gehst, da hörst du jetzt Berichte, ich rede jetzt wieder ganz bewusst normal mit dir. Wir gehen ins Fernsehen, jetzt kommen Wissenschaftsberichte, wo Wissenschaftler sagen hier, die Fähigkeit von Computern explodiert, wir können jetzt uns darauf einrichten, dass es in kürzester Zeit Computer gibt, die intelligenter sind wie Menschen. Das sind solche Sachen, die kommen in Wissenschaftssendungen. Ich sage, da musst du zuerst einmal wissen, was Intelligenz bedeutet, wenn du das rein auf Intellekt beziehst. Das haben wir schon längst erreicht. Nimm mal ein Smartphone in die Hand mit einem Internetanschluss, das ist ein kleiner Computer. Das Ding vermittelt dir Wissen auf alle Fragen der Welt. Tausende Antworten sogar auf jede Frage, wenn du haben willst, verschiedene Antworten sogar. Das heißt, wenn du Intellekt bewundern willst, setz dich an deinen Computer und geh ins Internet. Das rein, die Wissensmenge, wenn du das auf Wissensmenge beziehst, ist das doch schon lange der Fall, dass der Computer viel mehr Intellekt hat wie ein Trockennasenaffe. Aber der muss ja auch wo irgendwo her. Aber jetzt, pass auf, ich will auf was anderes hinaus. Intelligenz in der Legere, die Fähigkeit zu verstehen, zwischen den Zeilen zu lesen, ist was ganz was anderes. Das kann nur Geist. Fühlen und empfinden kann nur Geist. Da kann ich tausendmal sagen, du kannst einen Computer nicht erklären, in Computerchip kannst du nicht erklären, dass er geistlose Materie ist. Dass er bloß ein Computerchip ist. Und du kannst einen Computerchip zwicken und der wird dich spüren.
Verstehst du, das ist was Ausgedachtes. Das spielt jetzt keine Rolle, ob du hier einen Computerchip oder einen Trockennasenaffengehirn denkst. Weil alles, was du dir ausdenkst, sind Erscheinungen in deinem Traum. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Nur der Geist, der immer ist, erlebt den Traum. Nichts und niemand, den du dir ausdenkst, kann was fühlen oder hat Schmerzen oder kann was verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt auch die Rede und der Diana haben das verstanden, verstehe das als eine Metapher. Das ist, dass ich dir irgendwas erklären muss. Immer wenn ich sage, das, was ich dir eigentlich erkläre, das, was wir sind, ich bin du, so beginnt das Spiel. Genau. Das wird durch jedes Wort, das der Brösel Udo jetzt in einem Raum zu dir spricht, zerstört. Aber das ist unsere Lebendigkeit. Verstehst du, Rudi? Das ist das, was dich lebendig macht. Dieses Licht einer polaren Existenz, das sind die Gedankenwellen. Das Meer erlebt die Wellen. Eine Welle selber erlebt sich nicht. Das ist eine vergängliche Erscheinung. Außer du denkst dir das so. Es wird ja immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber wenn du wirklich einmal geistreich zum Denken anfängst, weißt du das Beispiel, Rudi, wo ich immer wieder mache, setz dich einmal hin und spiel die Beispiele durch. Ich fange jetzt nicht nochmal an, dass ich sage, du Geist, du hältst dich immer ein, du bist immer das Zentrum. Hör das nochmal, ich habe es in die letzten zwei Selbstgespräche, ist alles drin. Ja, du kannst den Schädel, du kannst auf dich draufhauen, dann spürst du das da oben, du kannst da vorne hinlangen, wenn du die Augen zu hast, dann spürst du das vor dir, du kannst da mal die Hände vor dich hinhalten und wenn ich es immer so mache, du musst da mal die Augen dabei zumachen, wenn du was anfasst und pass auf, es ist dir so sicher, dass das vor dir ist und dass das da außen ist. Aber dir muss klar sein, dass selbst deine anerzogene Schulerziehung dir sagt, dass du erst dann was wahrnehmen kannst, wenn es in deinem Gehirn drin ist. In deiner Hand ist nichts drin, wo was spüren könnte. Verstehst du? Ja. Das ist nur du mit deiner Hülle. Du und das Ganze drumherum, was du dir jetzt ausdenkst. Ob du dir jetzt den Schädel um dich herum denkst, die Augen vor dich hin denkst, da kannst du dich drauf fokussieren, es ist immer nur das da, was du denkst. Dann kannst du den Sprung machen und dann denkst du plötzlich die Zimmerwände, das Fenster hinter dir, den Computer vor dir, wenn du die Augen zu hast. Dann mache ich Schnippet, stell dir vor, du stehst in deiner Küche. Dann denkst du dir die Küche um dich rum. Jetzt sag, jetzt geh auf München auf den Viktualienmarkt, dann stehst du auf dem Viktualienmarkt. Du bist immer das Zentrum. Du tauschst nur ständig deine Vorstellungen aus. Zu glauben, dass diese Gedanken da unabhängig von dir da außen auch dann existieren, wenn du nicht dran denkst. Und das als hundertprozentig sicher anzusehen, hast du noch nicht begriffen, was 100% Sicherheit bedeutet. Ja, das ist das, wo man immer wieder wegklitscht, dass man diese das Dinge... Das kann ich so lange wiederholen und das Schöne, was ich dir sage, deine Aufgabe ist es nicht, dass du meinst, du müsstest den Figuren in deinem Traum das erzählen. Ja. Darum ist auch bei Holofeeling, wenn ich jetzt wieder Zeitfenster aufspanne, das erwähne ich so oft dazu. Ich selber habe keine Internetseite, ich habe noch nie eine besessen. Ich habe noch nie als Udo Brösel zu irgendeinem gesagt, ich soll eine Internetseite machen. Ich habe kein Facebook oder was, ich habe nicht einmal ein Handy. Ich habe kein Handy. Jetzt nicht, dass ich das ablehne. Ich will dir damit bloß zeigen, dass ich überhaupt kein Bedürfnis nicht habe, irgendwelche als Udo, wir reden jetzt von Udo zu Rudi. Dass ich überhaupt kein Bedürfnis habe, irgendwelche Menschen um mich rumzuschauen und als großer Meister zu gelten. Mich interessiert nur der Geist, der mir jetzt zuhört und du musst begreifen, dass der zuerst einmal sehr vielfältig ist. Der kann sagen, ich bin der Redo und ich kann sagen, ich bin der Rudolf. Ich kann sagen, ich bin die Diana oder ich bin der Udo oder sonst wer. Weil das alles derselbe Geist ist. Im Traum gibt es nur einen einzigen Geist. Das ist der Geist, der träumt. Und alles andere sind nur Facetten von dem Geist. Das sind Gedankenwellen. Das bedeutet das Wort Holofeeling. Dann, wenn ich als Geist mir den Reto oder den Udo oder den Heiko ausdenke. Das sind nur Facetten, wo du dich immer mehr erkennst, dass wenn du anfängst, neugierig zu werden, spiele ich dir in deinen Traum Figuren ein, um dich auf den richtigen Weg zu lenken, dass du hier siehst, dass die Quelle davor bist du. Einer, der sich mit solchen Sachen nicht beschäftigt, in denen wird es gar nicht auftauchen. Genau. Was auch in den letzten Tagen, Wochen passiert ist ja so witzig. Ich habe ja jetzt erst kürzlich mit dem Heiko dieses Skype eingerichtet. Das heißt, er hat es für mich gemacht. Ich habe es zwar schon probiert gehabt, aber es ist mir nicht gelungen. Und dann habe ich die neue Bildfläche auf dem Monitor bekommen und ich habe meine E-Mails wieder gesucht und ich mache die E-Mails auf und was meinst du, was gekommen ist? Dein letztes E-Mail
wo du mir Weihnachten geschickt hast, dass du zu mir gesagt hast, der Udo, der Brösel Udo ist überhaupt nicht wichtig. Ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Es ist einfach diese Seite aufgegangen. Ja, das ist, ich habe da so meine Möglichkeiten, aber es ist, lass Und es, mach dich da nicht verrückt. Ich na, sage immer wieder, ich sag, die Wunder werden sich um dich herum häufen ohne Ende. Das ist mit Worten nicht zu beschreiben. ja, es ist ja. Diese Erleuchtung ist was ganz, was Intimes. Das ist nur für den Geist, der begreift, um was es geht. Und das Leben wird so unendlich leicht. Schon zum Beispiel, wenn du jetzt begreifst als Geist, du hast jetzt das Leben von dem Rudi durchlebt. Okay, da ist ja noch ein Stück da. Aber dass dir jetzt immer bewusster wird, dass der Geist, der dieses Leben jetzt gelebt hat als Rudi, dass du dich überhaupt nicht verändert hast. Dass wenn du mal jetzt nicht mehr an den Körper vom Rudi denkst, sondern dass du, wenn du über irgendwas nachgrübelst, ob du was kochst, egal was du magst, und du bist ganz konzentriert auf irgendein Objekt, auf Arbeit, dass das derselbe Geist noch ist, wie du ein junger Bursch warst und an der Motorrad rumgeschraubt hast oder egal was, dass der das erlebt, dass du immer noch dasselbe Ich bist, dass es das überhaupt nicht älter geworden ist. Wenn man in den Spiegel schaut oder was und dann schaust du alte Bilder von dir an und du sagst, bin ich jetzt der alte Sack, bin ich jetzt der junge Bursch? Aber ich bin doch der, der sich's ausdenkt, hat sich an dem was verändert, der sich was ausdenkt. Merkst du, dass sich das Ganze, die Esoterik und die Religion und dieses ganze Wunschdenken, das entschleiert sich plötzlich, dass das ein ganz natürlicher Akt ist und dass dich nur dieses materialistische Denken, wenn ich immer wieder erkläre, in deiner Traumwelt wirst du merken, die normalen Menschen blau geschrieben, die Modim, die Leute, die Toten heißt es ja auch wirklich. Du weißt, wie oft ich sage, das Hebräische, wenn es dich interessiert, dann ist es gut, aber glaub nicht, du musst es jetzt lernen, dass du irgendwie weiterkommst in deiner geistigen Entwicklung. Die Pubertät kriegst du, ob du willst oder nicht, diese Erleuchtung, das erkläre ich in Holofeeling für Neugierige. Und wenn du das dann einmal wirklich erreicht hast, wirst du zwangsläufig neugierig werden, wenn du da mal gefestigt bist, dass du von nichts und niemandem mehr Angst hast. Weil du eben weißt, dass du etwas bist, was nicht gedacht werden kann. Kann. Und dieses absolute nicht denkbare Nichts kann nicht zerstört werden. Du bist ohne Anfang und Ende, du wirst immer mehr Ich werden und dann wird der Rudi ein Objekt, der Intellekt, das Ego, wo ich sage, das ganze Programm, das Buch und so die Person sowieso, die du beobachtest, wie du alles andere auch beobachtest. Ich zum Beispiel jetzt rot geschrieben. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass der Rudi, den ich mir jetzt was ausdenke, dass der was anders wäre wie der Udo, den ich mir ausdenke. Ich mache da keinen Unterschied. Wenn ich jetzt das Rudi-Programm habe, werde ich feststellen, dass ich das zwar intellektuell langsam zum Verstehen anfange, zu begreifen anfange, aber dass da noch sehr massiv dieses Gefühl ist, nur festgemauert zu sein in dem Kopf von dem Rudi, von der Perspektive. Dass die ja einleuchtet, dass das Pixelmännchen Udo jetzt, dass das ja nur Pixelmännchen ist und der Udo, der Mensch, den du dir denkst, ist jetzt ein Gedanke in deinem Kopf. Wenn ich zu dir, wenn ich in dir auftauche und ich sage zu dir wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist, das ist genau der Zustand. Meinst du, dass das irgendein Pfarrer verstanden hätte oder Priester? Nee, ganz Die bestimmt nicht. plappern nach, das sind tiefgläubige Materialisten, ich kann es doch nicht mit einfacheren Worten ausdrücken, Rudi. Und wenn ich zu dir sage, sorge dich nicht um morgen, weil das ein Blödsinn ist, es gibt keinen Morgen. Alles, was passiert, kann nur heute passieren und heute passiert, jeder Moment passiert jetzt. Und wenn du dich jetzt um morgen sorgst, dann sorgst du zuerst einmal dafür, dass es dir jetzt scheiße geht. Genauso ist. Würdest du das nicht machen? Und das passiert doch immer wieder. Und Ja, das war das Ego so. Das ja, ist, es dir ist so. wird plötzlich, wenn du umso mehr du dich loslöst von dem Ego und zum Beobachter von dem Ego wirst, das Tierchen gucken. Ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Das Und bin jetzt ich. betone ich, die Aufgabe des Beobachters ist nicht, das Tierchen zu verändern. Das heißt, wir lassen den Rudi-Charakter vollkommen unangetastet. Du wirst viel Spaß mit deinem Rudi haben, wenn du den nochmal wie ein Tierchen siehst und dir bewusst machst, wie der eigentlich funktioniert, was die Ursache ist, dass du dich schlecht fühlst. Wohlgemerkt, der träumt. Der Einzige, der wo was fühlen kann, ist der Geist, der träumt. Und leiden kann nur ein Geist, der vergessen hat, was er ist. Ich bin nur dazu da, um dich wieder daran zu erinnern, was du eigentlich bist. Und dann wirst du zum Leser von einem Krimi. Und dann spielt es vollkommen egal, meine Schauspielerbeispiel, was für eine Rolle du spielst, weil du auf einer höheren Ebene bist. Du löst dich da komplett los.
Ja, da geht es ja um das Einverstandensein. Und das Das ist ist ja was es. im Moment ziemlich hartnäckig an mir, wie sage ich denn, arbeitet. Weil ich einfach nicht mit dem einverstanden bin, wie ich bin. Und jetzt wichtig ist es, dass du jetzt meine Geschichte mit dem blinden Arschloch, du hast das ja ein Genau, paar Mal ich schon habe gehört, du musst oft den genug. Doppelschritt machen. Du musst den Doppelschritt machen, dass du merkst, ich beobachte mich und ich erkenne, dass ich ein blindes Arschloch Arschloch bin. Und bin, ich will ja. das natürlich nicht sein. Richtig. Dieses Ich, dass das nicht sein will, das ist das Programm, das ist das Ja, Ego. ja, Und ja. du wirst jetzt der, der sich dieses blinde Arschloch ausdenkt. Ausdenkt. Ja. Und du darfst jetzt nicht den Fehler machen, den Rudi verändern zu wollen. Der Rudi ist ein Charakter in dem Traum, der genauso erschaffen ist. Und wenn ich jetzt angenommen, du würdest jetzt als Schauspieler die Rolle vom Rudi spielen, auf der Bühne Bauerntheater Arschloch spielen, Ja. dann spielst du mit Freude das Arschloch und willst die Rolle nicht verändern. Weil du jetzt was, das bin der ja nicht. Ja, Das ist ja nur eine Rolle, wo ich spiele. Einfacher kann ich es nicht ausdrücken, Rudi. ich weiß schon, ich Und verstehe du das wirst schon. sagen, wenn dir das gelingt, Ja. das verändert komplett die Welt. Ich sage immer wieder, wenn es dir gelingt, diesen Rudi-Film, den du jetzt anschaust, das Rudi-Leben, Ja. wenn du den einfach, du kannst in jedem Moment, aus jedem scheiß Moment, per Rudi-Logik, Ja. kannst du zumindest einen spannenden, interessanten Moment machen, wenn du das Kegelbeispiel verstanden hast. Dass du plötzlich dann Fokus verlagerst, dass mir keine Feindbilder mehr bekämpfen, sondern dass du weißt, egal was in dir auftaucht, es ist immer eine Gedankenwelle, jetzt können wir es komplexer machen, es ist immer nur eine Perspektive von der ganzen Welle, eine Facette von der Tasse. Und du fängst dich jetzt zu interessieren, zuerst einmal musst du beobachten, wie reagiert der Rudi. Ich habe doch das so oft wiederholt, hör dir die Ja, Selbstgespräche an. ich Verstehst du, immer, immer. dass wenn du eine Diskussion, der Rudi schaut Fernsehen, wir beobachten den Rudi, wie er Fernsehen schaut und da ist irgendein Fernseher eine Diskussion und die streiten. Jetzt wissen wir, das Thema der Diskussion ist die Tasse. Wenn du ich bist, das rote Ich, wirst du, wenn du das Tassenbeispiel wirklich durchschaust, das wirst du feststellen, dass jeder ein bisschen recht hat. Jetzt ist aber noch ziemlich viel Rudi in dir drin. Das heißt, der Rudi wird jetzt bei manchen Aussagen Beifall klatschen und bei anderen Ja, denken, genau. was ist das für Arsch? Und Ja. was jetzt wichtig ist, diese Perspektive ist ja auch richtig. Du sollst dir bewusst machen, wo der Rudi sich mit seinem eigenen Intellekt hinstellt. Genau. Aber Ja, erst wenn du ja. der Beobachter wirst, wird dir klar, dass die Gegenseite genauso richtig ist. Du kriegst eine Riesentoleranz. Darum beginnt ja das Ich bin du, der erste Band. Ja. Ich bin ein Buch. Ganz wichtig. Ich lasse dir jetzt Gedanken denken, während du mich liest, die du von dir aus mit der momentanen Intellekt niemals denken würdest. Sagt das Buch zu dir, wenn du das liest, mit deiner Ja, Gedankenstimme. ja, Und ja. was jetzt wichtig ist, dann betone ich, es geht nicht darum, dass wir irgendwie im Großen und Ganzen was verändern oder machen wollen. Wir schauen bloß einmal, was du prinzipiell für Gedanken denken kannst. Wir denken die einfach und dann sind sie wieder weg. Wo deine Logik sagt, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Ja. Dass man das erste Mal, dass du das alles kannst, du kannst es doch denken. Ja, klar. Wie blöd bist du, wie schränkst du dich laufend ein, wenn du Sachen bekämpfst, wenn du irgendwas nicht haben willst? Das ist deine eigene Entheiligung, das ist die Quelle, dieses Ego ist die Quelle für dein Leid, für das Ja. Leid des träumenden Geistes. Ja. Aber irgendwo habe ich es ja begriffen, nur es ist einfach nicht installiert. Ja, das kommt schon noch. Weil ich beobachte mich dann immer wieder, wenn ich so meine Nachbarn anschaue, dass die, ich merke halt einfach irgendwo, dass ich wirklich allein bin. Ich kann Du mit denen bist nichts mehr anfangen. all ein, du bist prinzipiell den Preis, den musst du bezahlen. Ja, es macht mir auch nichts mehr aus. Ich muss dann immer lächeln, weil man denkt, ja, genau so ist es. Du wirst einfach allein sein, wenn du bewusst wirst. Und Bewusstsein Das ist ist ja. es, du bist, das ist der Preis, Gott ist allein, das will er nicht mehr Das. sein und darum denkt er sich. Drum zerdenkt er sich, drum denkt er sich einen Sohn. Wie oft habe ich das gesagt? Ja. Weißt du, Rudi, das ist das ganze Spiel. Das, wenn man mal verstanden hat, ich habe da gerade, warte mal schnell. Es ist immer wieder, ich kann nur immer wieder wiederholen, du musst es wiederholen und wiederholen und wiederholen Ja, bis zum Erbrechen und irgendwann wirst du es dann verstanden haben. das ist mir schon Es ist klar, ja. Es ist. Lieblosigkeit, es ist nicht selektive Liebe, ist nicht allumfassende Liebe, Rudi.
Das ist, es ist einfach das, was ist. Das Vollkommenheit ist, dass du wirklich einfach geschehen lässt. Dieses Vater dein Wille geschehe. Die Erkenntnis, ich nehme alle Schuld auf mich in Bezug auf den träumenden Geist. Ich bin ja derjenige, der sich das ausdenkt. Jetzt ist wichtig, aber sobald ich mich als träumenden Geist ausdenke, sehe ich, das habe ich so oft erklärt jetzt, sehe ich, dass das ja mein Intellekt macht, mein Programm. Mhm. Und der Sinn des Lebens ist, dass ich dieses Programm durchschaue, dass ich das Leben vom Rudi durchlebe. Aber so wie ein Schauspieler eine Rolle spielt. Wir wollen an dem Leben nichts verändern. Wir wollen an der Welt nichts verändern, weil du die Falle merkst, dass der Rudi immer noch einseitige Ziele anstrebt. Ja. Der Rudi will zum Beispiel gescheit sein, sage ich einmal, dann bist du nicht blöd. Wenn du aber nicht blöd bist, bist du nicht alles. Darum spiele ich ja den Brösel. Ich sage, schön ist Rumpelstilzchen. Das ist, ach wie schön, dass keiner weiß, was, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ich kann den Namen so gut spielen, ich werde das immer sein, was du denkst, dass ich bin, weil ich bloß ein Gedanke in dir bin. Aber ich weiß, was ich in Wirklichkeit bin. Soll ich dir sagen, was ich in Wirklichkeit bin? Ich bin du. Ich bin der Geist, der mich jetzt ausdenkt. Ich rede jetzt als Udo. Ja. Ich sage manchmal, ich bin das, das sage ich jetzt zu dem Rudi, zu dem Geist, der glaubt, er ist der Rudi. Ja. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast zu glauben, nur der Rudi zu sein und alles andere nicht zu sein. Dann bist du ich. Ja, und das bist du eigentlich immer, du hast es bloß vergessen. Und weil du es vergessen hast, empfindest du jetzt deine Rolle als Rudi so real. Ja. Das geht nur, dieses Gefühl von Echtheit geht nur durch Vergessenheit. Das ist das... Aber du wirst merken, ich muss dich in die Finsternis schicken, damit du dich am Licht erfreust, so wie ich dir einen Hunger gebe, da du Freude am Essen hast. Damit ist doch Hunger überhaupt nichts Schlechtes. Jetzt stell dir mal vor, du hast keinen Hunger mehr und du müsst wie eine Maschine trotzdem essen, so wie mein Auto bedankt. Ich habe das tausendmal die ganzen Spiele schon durchgespielt. Hör dir das einfach immer wieder an, solange du es verstehst. Es ist nur das Rudi, was sich immer wieder aufbäumt. Ja, es ist... Das Tierchen im Käfig, das hin und her zappelt. Ja. Und umso mehr du dich davon löst und das zum spaßig, du kannst alles, was du bisher schlimm gesehen hast, kannst du auch drüber lachen. Und ich sage, du hast die Fähigkeit, über alles und jeden zu lachen, vor allem über die Rolle, die du spielst. Über mich selbst. Richtig. Dann, das ist die Freiheit. Ja. Okay, Rudi, lass uns gut sein. Ich muss nur was machen. Ja. Danke. Nichts zu danken. Ich wünsche dir was. Danke, Papa. Ciao. Tschüss.